Monas Tanz auf dem Vulkan. Es geht weiter mit Monas Geschichte, hinaus aus der abhängigen Beziehung zu Thorsten. Letztes Mal hatte ihre Therapeutin ihr ja die Frage gestellt, was hat diese Abhängigkeit in der Beziehung zu Thorsten mit Monas eigener Geschichte zu tun? Und Mona konnte damit erst einmal gar nichts anfangen. Jetzt kommt sie nach Hause und will Thorsten erzählen, was sie dort bei der Therapeutin erfahren hat, aber Thorsten ist nur ärgerlich und frustriert. Er sagt zu Mona: Du nimmst den Beruf viel wichtiger als unsere Beziehung und das finde ich nicht gut. Also er macht ihr richtig Vorwürfe. Du denkst immer nur an dich und nicht an mich und nicht an die Beziehung und ich bin dir gar nicht wichtig und das merke ich ja. Und da ist er drüber verärgert und frustriert. Mona versucht ihm zu erklären, dass es für sie wichtig ist, in ihrem Beruf weiterzukommen, dass sie den Job ja auch nicht verlieren möchte und sie wundert sich, warum Thorsten sie ja jetzt nicht mehr unterstützt, sondern dass er eigentlich eher den Beruf als zwischen ihnen beiden zu stehen betrachtet. Und das verunsichert sie. Und Thorsten wird ärgerlich und geht, lässt sie jetzt also alleine. Und sie wundert sich, dass er sie nicht mehr unterstützt. Das hat er ihr ja am Anfang zugesagt. Mona ruft jetzt ihre Therapeutin an und sagt, das und das ist gerade wieder zu Hause vorgefallen und das ist ja schrecklich. Und ich habe so Sorge, meinen Job zu verlieren. Und was mache ich denn bloß, wenn Thorsten mich nicht unterstützt? Ich muss doch gucken, dass ich jetzt in meinem Beruf Fuß fassen kann. Und die Therapeutin sagt jetzt zu Mona: Wissen Sie was, ich habe mir sowieso schon überlegt, ob ich Sie nicht darauf ansprechen soll. Ich habe nämlich eine Weiterbildung, die beginnt jetzt demnächst und das wäre für Sie vielleicht ganz interessant, einmal über sich selber noch mehr zu erfahren, zum anderen aber auch vielleicht eine bessere Qualifikation noch zu erringen für Ihren Beruf. Und Mona sagt zu. Also Mona entscheidet sich jetzt, diese Weiterbildung zu machen bei ihrer Therapeutin und freut sich auch drauf und Thorsten ist jetzt nicht so begeistert. Er hält sie zwar nicht ab, aber er sagt ganz eindeutig, es geht ihr immer nur um den Beruf und meckert und hilft ihr zwar ein bisschen, aber letztendlich findet er das nicht gut und das lässt er auch durchblicken. Mona bleibt sich selber treu und fährt jetzt zu dieser Weiterbildung und sie hat ein bisschen Sorge, wie es wohl für sie ist auf dieser Weiterbildung, aber da geht es ganz locker zu, da sind lauter nette Leute und alle sitzen auf Meditationskissen und die Therapeutin ist dort und erzählt ganz viel über Beziehungsdynamik und wie Mann und Frau sich gegenseitig verstricken können in ihren Konflikten. Und Mona erzählt dann auch von ihrem eigenen Dilemma, dass der Chef sie unter Druck setzt und dass sie ein neues Konzept entwickeln soll. Während sie so redet, kommt ihr selber so die Idee, Mensch, ich könnte doch eigentlich auch mit Paaren arbeiten. Also jetzt nicht nur mit den Frauen in der Gruppe, sondern ich könnte die Männer dazu nehmen. Und alle finden die Idee ganz klasse. Da gibt es einen Mann, der Holger, der selber auch mit Paaren arbeitet und sagt, Mensch, das ist eine ganz tolle Idee. Und dann unterstützen sie sich gegenseitig, er hört ihr zu und sie hört ihm zu. Und sitzen noch eine Weile beieinander, während die anderen schon mit dem Abendessen beschäftigt sind. Irgendwann ruft dann der Thorsten an und Mona geht auch ans Telefon. Und Thorsten sagt zu ihr, wenn du jetzt nicht sofort nach Hause kommst, dann löse ich die Verlobung auf, dann ziehe ich aus dem Haus wieder aus und dann kannst du gucken. Und wenn ich dir wichtig bin, dann kommst du jetzt nach Hause und lässt diese blöde Weiterbildung sein. Und legt er dann den Hörer wieder auf. Mona ist ganz durcheinander und meldet sich nochmal bei ihm und sagt, Mensch Thorsten, jetzt beruhige dich doch. Ich komme nach Hause, wenn die Weiterbildung hier zu Ende ist und dann reden wir über alles und mach dir keine Gedanken. Und sie schafft es also, ihn zu beruhigen. Und sie sagt ihm, nein, ich werde nicht abreisen, weil diese Weiterbildung ist für mich und meinen Beruf sehr, sehr wichtig. Und was hast du von einer Frau, die nachher gar keinen Job mehr hat? Sie kann ihn also beruhigen. Was sie aber nicht weiß, ob sie jetzt den Thorsten vielleicht dann nur noch mehrfach von sich wegtreibt. Das ist natürlich nicht raus. Ne? Das fragt sie sich. Wird diese Beziehung womöglich zerbrechen, wenn ich jetzt hier bleibe? Aber sie reist ganz normal nach der Weiterbildung wieder nach Hause und weiß nicht, ist Thorsten jetzt zu Hause oder nicht. Tatsächlich ist es dann so, dass Thorsten ihr sogar einen Kuchen gebacken hat, trotzdem aber frustriert ist und an der Beziehung zweifelt und Mona versucht mit ihm zu sprechen und sagt, du, das sieht doch das ein, ich möchte doch meinen Job behalten und das muss dir doch wohl auch wichtig sein. Thorsten sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir unsere Beziehung wirklich wichtig ist, sonst würdest du da nicht so oft weg sein. Und Mona ist natürlich wieder alleine gelassen mit all dem.
und besinnt sich jetzt darauf, dass sie eine ganz tolle Übung kennengelernt hat, nämlich die Triggerübung, die ich auch all meinen Paaren immer vorschlage. Die macht sie jetzt und sitzt dann da auf dem Bett, geht in sich und auf einmal taucht eine Situation aus ihrer Kindheit auf und ihr wird klar, wie oft ihre Mutter sie beschämt hat und beschimpft hat und unfreundlich mit ihr war. Und dann macht sie das so, wie sie es gelernt hat. Sie nimmt dann die kleine Mona in ihrer Vorstellung auf den Schoß und sagt, du, ich beschütze dich und mach dir keine Sorgen und ich bin bei dir. Geht also ganz, ganz liebevoll mit ihrer kleinen inneren Mona um. Und dann geht sie in sich in Frieden, merkt, dass sie jetzt in sich ist, dass sie bei sich selber angekommen ist. Und in diesem Frieden kann sie jetzt zu Thorsten zurückkehren, der immer noch ärgerlich und wütend und frustriert da auf der Couch sitzt. Und sie setzt sich zu ihm und sagt, Mensch, was ist denn mit dir los? Erzähl doch mal. Und dann fängt Thorsten an zu erzählen und sie wendet sich ihm zu. Und während sie da ist für ihn und bei ihm ist, fallen ihm Situationen auch aus seiner Kindheit ein. Der Vater, und erzählt dir das jetzt, sagt der Mona, ist ganz verzweifelt. Mein Vater hat mich immer so verprügelt. Und das war so schrecklich und so furchtbar für mich. Und das ist so oft passiert. Und darauf wird ja jetzt auch deutlich, dass die Borderline-Störung halt fast immer ein Trauma als Hintergrund hat. Dass Thorsten also ein Mensch ist, der was Schreckliches erlebt hat. Und in dem Augenblick, wo Mona sich ihrem eigenen inneren Kind zuwenden kann oder ihre eigenen Wunde aus ihrer Kindheit zuwenden kann, in dem Augenblick ist sie auch in der Lage, auf Thorsten einzugehen. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Ja, aber die große Prüfung steht Mona noch bevor. Am nächsten Tag hat sie das wichtige Gespräch mit ihrem Chef. Er hat sie jetzt vorgeladen und gesagt, sie muss jetzt bitte das Konzept vorlegen. Und Mona hat das alles nochmal ausgearbeitet und hat vorgeschlagen, jetzt nicht nur die Frauenarbeit zu machen in der Familienberatungsstelle, sondern auch Angebote für Paare dort. Und hat das alles aufgeschrieben und stellt das jetzt ihrem Chef vor, obwohl sie natürlich auch Angst hat. Wie mag er denn wohl reagieren, der Chef? Also sie setzt ja letztendlich alles auf eine Karte. Und der Chef reagiert ganz unerwartet. Mona hat damit nicht gerechnet, weil er doch immer so streng war. Und er sagt, Mensch, Mona, das habe ich doch von Ihnen gehofft, dass Sie das so toll machen würden. Und jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, ich werde diese Stelle hier aufgeben, ich will mich beruflich verändern. Und ich hatte gedacht, sie sind die richtige Nachfolgerin für mich. Und damit hat Mona überhaupt nicht gerechnet. Er sagt, ich möchte, dass Sie die Beratungsstelle, die Familienberatungsstelle hier übernehmen und dass Sie die Leiterin sind. Und Mona ist total glücklich. Und der Chef ist natürlich auch glücklich, dass er seine wichtige Beratungsstelle jemandem anderen in die Hände legen kann. Und Mona wird jetzt also Chefin von der Familienberatungsstelle. Ist das nicht toll? Aus dieser Krise heraus hat sie gelernt, sich selber treu zu bleiben, ist sie bei sich geblieben, hat viel gelernt in der Weiterbildung und bringt es jetzt in ihren Beruf ein. Und das führt dazu, dass sie jetzt in ihrer Karriere nach oben steigt. Also sie lässt sich jetzt nicht da einfangen von Thorstens Sachen, die er so von ihr erwartet und will. Ne, das ist doch toll. Also viele Klienten von mir, die machen es genau anders, aber diese Therapeutin unterstützt Mona und deswegen kann sie diesen Weg auch tatsächlich gehen. Ja, und die Beziehung so zu Thorsten dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ihr wisst ja, wie das ist mit diesem Kreislauf. Das geht halt auch weiter. Und Mona geht völlig darin auf, in ihrer neuen Tätigkeit als Chefin der Beratungsstelle. Und eines Tages merkt sie, es ist schon sehr, sehr spät geworden, dass sie völlig vergessen hat, dass Thorsten zu Hause auf sie wartet und dass sie sich eigentlich verabredet hatten. Oh Gott! Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die nächste Krise unmittelbar bevorsteht und das wird dann im nächsten Teil sein, dass diese Krise letztendlich wieder wie eine Prüfung ist für Mona. Bleibt sie sich selber treu? Wie geht sie mit der Beziehung zu Thorsten um? Wie geht es weiter? Wird sie es schaffen, diese Krise zu nutzen für sich selbst und für die Beziehung oder für ihren weiteren Weg? Das werdet ihr dann nächstes Mal sehen. Okay? Ich will nochmal darauf zu sprechen kommen, was so wichtig ist, was Mona macht. Also Mona achtet darauf, dass die Beziehung nicht der Mittelpunkt ihres Lebens ist. Und sie verstrickt sich von daher auch nicht in diese ganzen, ja, man könnte sagen, ein bisschen Erpressungsversuche von Thorsten. Wir wissen ja, dass Thorsten eine ganz schlimme Kindheit auch hatte. Und von daher so reagiert, wie er eben ist. Er sollte sich vielleicht dann auch Hilfe suchen. Dann hätten oder haben die beiden eine Chance, miteinander zu wachsen. Das andere ist, dass sie auch eine Mentorin hat, also diese Therapeutin, die ihr hilft.
Und was auch wesentlich ist in Monas Leben, ist dieser Chef. Der wirkte natürlich jetzt erst einmal wie ein Mensch, der sie unter Druck setzt, aber er fordert sie und er fördert sie dadurch ja auch. Na klar, hätte das auch ein bisschen netter machen können, ist schon klar, aber er sagt, Mensch, wenn Ihnen der Beruf, also die Botschaft, die der Chef ja eigentlich gibt, wenn Ihnen der Beruf wirklich wichtig ist und diese Arbeit wichtig ist mit diesen Frauen, dann kümmern Sie sich drum. Ich brauche, also er sagt es ihr zwar nicht, ne, er wollte sie ja auch gerne testen. Das ist natürlich auch ein Test, aber er wird dadurch auch zu einer Person, und solchen Personen begegnen wir immer wieder mal im Leben, die wir erst als etwas Unangenehmes empfinden, aber die dann eigentlich Menschen sind, die fördern und die uns weiterbringen. Und diese Therapeutin ist natürlich nur die Gute. Ja, das ist manchmal im Leben so, dass ein Mensch es wirklich nur gut mit einem meint. Und Therapeutinnen sind natürlich auch gut entwickelt in ihrer eigenen Persönlichkeit. Logisch. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ja jetzt gerade in Berlin die Weiterbildung gemacht und was das für tolle Therapeutinnen waren. Die sind nicht auf Kritik und Krisen eingestiegen, die vielleicht in der Gruppe aufgetaucht sind, sondern die haben gesagt, das nehme ich jetzt zu mir und dann gucke ich mal, was es mit mir zu tun hat. Da meditiere ich heute Abend mal darüber. Und das ist auch der Weg. Das ist wirklich der Weg, dass man das nicht im Außen sucht, sondern dass man bei sich selber immer wieder ankommt. Und das ist genau das, was Mona hier tut. Also sie geht also einen sehr tollen Weg. Mir ist so wichtig, das zu erklären, weil viele Menschen, die mit Borderlinern zu tun haben, ich nenne das mal jetzt so Borderliner, das klingt so ein bisschen abwertend, aber ich meine das so nicht, ne, weil Thorsten ja letztendlich auch Hilfe und Unterstützung braucht und sich vielleicht hoffentlich dann auch auf den Weg macht. Sondern dass diese Menschen sich immer so verstricken und immer beim anderen sind. Ne? Er hat und Thorsten und warum hat er nicht dieses, warum hat er nicht jenes, sondern dass man sich mit sich selber beschäftigt. Und nicht der andere ist derjenige, der einen in Schwierigkeiten bringt, sondern das hat was mit Mona zu tun. Mona hat diese Mutter, die sie drängt und die Mutter, die sie früher beschämt und gemein behandelt hat. Und deswegen kann sie nicht erkennen, dass Thorsten ein Mensch ist, der ihr letztendlich ja nicht gut tut. Und oft kommen Klienten zu mir, die dann immer sagen, meine Frau hat oder mein Mann hat und dann damit beschäftigt sind. Ne? Was kann ich denn machen? Soll ich einen Test machen, dass klar wird, dass sie eine Borderline-Störung hat? Oder soll ich meine Kinder schützen? Oder können sie denn nicht mal meine Frau behandeln? Oder meine Frau, meine Frau, meine Frau, meine Frau. Ne? Und dieser Mensch ist ja dann gar nicht mehr in Kontakt mit sich selbst und darum geht es mir, dass Menschen, die mit Menschen zusammen sind, die eine Persönlichkeitsstörung haben, das hat ja Gründe, warum man eine solche Beziehung eingeht. Und das ist mir wichtig, diese Botschaft rüberzubringen, dass wir bei uns selber schauen, dass wir nicht sagen, der andere ist schuld, sondern was hat es mit mir zu tun? Und Mona geht das. Das ist natürlich jetzt eine verkürzte Geschichte. Mona hat es tatsächlich öfter machen müssen, ne, um in Frieden zu kommen und bei sich zu schauen, das zu heilen. Aber das ist ein wesentlicher Weg, der mir wichtig ist, zu vermitteln. Ich kriege ja auch Anfragen auf diese Videos, zwischen Himmel und Hölle zum Beispiel, das Video. Da kommt immer, ja, mein Partner hat mich jetzt verlassen, meine Freundin hat mich verlassen, sie hat eine Borderline-Störung und soll ich sie zurückgewinnen? Wenn sie eine tolle Frau ist, warum nicht? Also die Borderline-Störung ist ja nur ein Teil der Person und letztendlich geht es um eine Verletzung und diese Verletzung wäre wichtig, gemeinsam anzugehen. Aber dann immer beim anderen, ja, der andere ist so schrecklich und deswegen geht es mir so schlecht. Und das ist mir wichtig und deswegen, diese Botschaft möchte ich eigentlich gerne rüberbringen. Für die Angehörigen von denen, die eine Borderline-Störung haben oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine depressive Verstimmung, ne, dann ist es immer der Partner. Aber es ist eigentlich nicht der Partner, sondern es bin immer ich. Ne? Es geht immer um das Innere. Warum bin ich in dieser Beziehung? Warum reagiere ich auf den Partner? Das wäre mir wichtig, dass das bei euch hängen bleibt. Deswegen mache ich das hier. Okay? Deswegen setze ich mich hier in der Hitze hin und versuche euch das rüberzubringen. Also, wir schauen, wie es mit Mona weitergeht. Nächstes Mal ist der letzte Teil. Also, tschüss.